Wir haben ein neues großes Gebäude fertiggestellt. Die große Schule. Nein, natürlich die große Taverne, du Idiot. Die Schule. Zum Gruße, werte Lappenlapin. Willkommen zu Kingdoms and Castles. Es geht weiter. Es geht weiter. Ich sehe schon, es hat euch sehr gefreut, dass ich das wieder angefangen habe. Das freut mich doch auch. Schön, dass euch das gefällt. Ja, dann genießen wir ein bisschen weiter, würde ich sagen. Also. Ich kann jetzt auch wieder irgendwie. Das fängt schon wieder an, ne? So. Okay, Holzfällerline. Wir brauchen Leute, immer noch. Wir haben gar keine Untätigen. Das bedeutet also, wir haben gar keine Arbeitskräfte frei. In 10 Jahren kommt wieder der nächste Drache. Vielleicht können wir ihn diesmal dann besiegen, aber... 10 Menschen, sehr schön. Immerhin funktioniert das jetzt hier. Ich bin sehr stolz. Steine werden produziert. Noch nicht sehr schnell, aber immerhin. Holz wird gefarmt. Warte mal. Nee, da sind die Lager. Ist alles richtig. Genau. Bringt mal schön das Essen alle. Ja, sehr gut. 72. Guck mal. Ja, wir haben Weizen, damit wir Bier haben. Da lernen wir, betrunken zu sein und nicht darüber zu reden, wie toll, wie schrecklich der König ist. So. War das nicht so das Problem mit den Kaffeehäusern, dass die Leute da hingegangen sind und dann geredet haben und klug halt nicht im Vollsuff, weißt du? So, da waren die halt alle nüchtern und haben halt miteinander geredet und halt auch tatsächlich dann mal vernünftig. Und das waren halt immer so voll die Verschwörungshäuser. Kann ich aber auch verstehen. Finde ich auch überhaupt gar nicht so toll. Ich überlege, ob ich den einfach mal so baue, ohne, weißt du, hier hin. So, das machen wir jetzt auch mal. Ich will das mal einfach blank setzen. Das habe ich so noch nie gemacht. Blanko. So, pass auf. Machen wir hier ein kleines Sträßchen hin. So. Ein kleines Sträßchen. Das muss sein. Denn das wäre doch fein. Oder nicht? Na, ah, die bringen das halt dahin. Wir haben 130 Platz. So, das will ich jetzt mal ausprobieren. Das habe ich bestimmt schon mal gemacht. Obwohl, da wächst es ja auch so. So, dann haben wir das auch frei gemacht. Jetzt machen wir noch einen Förster. Dann haben wir 3 Förster. Ah, siehst du? Habe ich wieder super gemacht. So rein theoretisch. Ja, nee. Das wird sowieso voll Industrieanlage. Industrie, jetzt zum Handel. Kommen Sie. Zu Verpestertal. Ah, Marktplatz. Endlich. Guck mal, da haben wir voll das Vergnügungsviertel hier. Obwohl, geht auch besser. Tatsächlich. Wir machen trotzdem erstmal eins hier hin. Ich meine, ich könnte auch hier eins hinmachen. Die Häuser umbauen. Ja, die finden es halt nicht so toll. Und ich habe den Fehler auch beim letzten Mal schon begangen. Ich könnte das hier hinbauen. Da ist ein Brunnen, da ist ein Brunnen und da ist ein Brunnen. Dann bauen wir das jetzt mal gerade fertig. Ich überlege, ob ich 4er mache, aber eigentlich bin ich so damit zufrieden. Tatsächlich. Wie weit war nochmal die Taverne? Wir könnten glatt hier nochmal eine Taverne hinmachen. Glatt! Machen wir erstmal den Marktplatz. Ich kann auch hier den Marktplatz hier machen, oder? Ja, ich könnte auch einfach so hier machen. Das würde auch gehen. El Plazo. Sehr schön. Ich bin stolz auf mich. Da kommt schon wieder der nächste Winter. Okay. Ja, ich mache alles richtig. Gibt nichts zu Kamellen. Also 72, dann haben wir den Marktplatz, dann sind sie nochmal fröhlicher.
Heizen, Kochen, Schmieden, bla bla bla. Momentan macht das ja Holz. Aber wenn wir die Holzindustrie dann erstmal auf Vordermann gebracht haben. Ja, guck mal, er pflanzt einfach neue Bäume an. Ist die Frage, ob der das auch schneller hinkriegt. Können wir dem erstmal sagen, pflanze erstmal an. Scheint ja irgendwie zu funktionieren. Wir gucken mal, was daraus wird. Wenn nichts wird, wird Förster. Jetzt haben wir auch die größeren Häuser schon. Machen wir noch eine Taverne. Damit die Fröhlichkeit abgedeckt ist. Okay, das ist gut. Ich meine, selbst die, die tragen, sind ja nicht untätig. Ich überlege gerade. Ich lasse das da unten mit dem Holz. Ich könnte halt neben jedem Typen auch ein Lager hinbauen. Tatsächlich. So, das ist fertig. Jetzt können wir auch mal ein Fest machen. Oh, ist das kein schönes Banner? Sondern noch eine Taverne. 76. Glückwunsch, eine wachsende Kleinstadt. 100 Seelen sehen auf euch. Sehen zu euch auf. Ja, sehr gut. Die Seelen schauen zu mir auf. Das ist gut. Okay. Machen wir so. Ich meine, da haben wir auch noch Holz. Oder ist das ein allgemeines Lager? So, genau. Ja, der Winter ist halt schneller in der Schwierigkeit. Schneller da. Aber ist alles okay. Kann ich mit leben. Es fehlen da noch 3 Steine. Ah, sollten ja reinkommen. So, damit die Taverne auch. Ich muss mal aufs Essen gucken, ob das jetzt auch wirklich alles reicht. So. Gott sei Dank gibt es hier nicht zu viel zum Lagern. Das ist ganz gut. Gewitter. Oh nein. Nochmal 11 Menschen. Sehr schön. Okay. Ich bin stolz. Bums, bums. Okay. 109. Ja, 17. Ja, ich muss jetzt mal Steuern machen. Ich komme gar nicht dumm herum. Achso, warte mal. Habe ich ganz vergessen. So, was brauchen wir denn für das, für die Schatz... Nee. Was brauche ich nochmal? Entschuldigung. Entschuldigung. Wir sind zusammen. Musst du zuerst eine Schatzkammer. Schatzkammer. 40 Steine. Müssen wir auf 40 Steine sammeln. Warte mal. Gab es nicht Forschung auch? Aber das kommt auch noch erst, ne? Bibliothek. Damit wir schneller irgendwas machen können. Das war aber, glaube ich, gar nicht so geil. Ja, das kommt da, glaube ich. Okay, dann müssen wir warten. 37, warte, wie viel? 40, okay, haben wir gleich. So. Schatzkammer. Ja, das ist immer so ein Ding, die wollen die ja immer plündern. Pass auf, tun die Schatzkammer hier hin und dann auch einbunkern. Die kriegt dann auch so einen schönen Zugang und ein bisschen Holz drumherum. Und dann kommt hier noch ein Tor hin. So. Wunderschön. So, dann müssen wir natürlich noch, pass auf, weil das hier so mit dem Mauerbauen so komisch ist, müssen wir das so machen. Können wir da Pfeile drauf bauen. So, jetzt haben wir ein kleines Holzfeuer. Oh, guck mal hier. Jetzt haben wir auch Dingelsbummels drauf. Dingelhopper. Das ist schön. So, dann haben wir die Schatzkammer. Und dann können wir endlich Steuern erheben. Steuern. Ja. Ihr wunderschön.
Ah. Komm schon, gib mir die Schatze. Gib mir die Schatze. Los. Noch zwei. Fertig. So, und Steuern erheben. Machen wir mal 10%. Ja. Ein bisschen Schwund ist immer. Es wird schon schief gehen. Also können wir auch direkt ein Fest machen, dann sind sie noch cool. Obwohl, es geht. Eigentlich muss ich... Ach genau, jetzt können wir... Oh, sehr schön. Statuen. Ja, der Rest sind einfach Steine. Kapelle halt. Für Gold. Also hier könnte ich einen Garten hinbauen, tatsächlich. Was kostet mich dann auch wieder? Guck mal, wir haben 7 Untätige. Sowas Tolles. So, jetzt kriegen wir Gold rein, immerhin. Irgendwann, vielleicht. Ich könnte auf 20% gehen, aber das wäre vielleicht zu hoch. Ich glaube, für die Köhlerei ist es zu früh. Ich muss noch ein bisschen warten. Ich weiß gar nicht, wie viel Holz produziert der denn? Letztes Jahr gefällt das Holz 28, 22, 24. Und in einem Jahr produziert er wie viel Kohle? Steht ja nicht. Das Problem ist, es stinkt auch ziemlich, ne? Ich glaube, die sind da ziemlich angepisst. Weißt du, aber könnten wir hier tatsächlich hinmachen? So 3 Stück. Aber ich glaube, wir warten noch, weil Schmieden habe ich ja noch gar nicht. Na, Schmiede habe ich noch gar nicht. Sobald kommt der Drache wieder. In 5 Jahren. Bald kommt er wieder. In 5 Jahren. Also ich krieg einmal im Jahr Steuern, richtig? Wollen wir mal gucken, wie viel das ist. 10%. Ich weiß ja nicht, was 100% Steuern wären. Wir haben wieder 11 Menschen bekommen. Human Resources. Menschliche Ressourcen. 4! Ja, 4 Gold. Unfassbar, dieser Reichtum. Und die Wikinger greifen an. Und wir können nichts machen. Oh, das ist ja natürlich super. Wir haben die Pfeile in der Burg. Tja, da kommen sie. Nein! Die unfassbar detaillierten Wikinger. Da landen die auch schon. Ja, los, wir gehen plündern. Wir gehen Menschen einkaufen. Hübschere Frauen für unser Dorf. Wir sind unseren Ehefrauen überdrüssig. So, ein paar Screenshots machen. Können Sie sich bitte dahin stellen und grimmig gucken? Dankeschön. Ja, das war klar, dass Sie jetzt kommen. Tja, aber ich habe zu spät das Ding da eingerichtet. Ich habe den Bogenschießturm. Das würde aber wahrscheinlich gegen die alleine nicht helfen. 20 Münzen. Na, besser als nichts. Machen wir jetzt erstmal. Komm, könnt ihr das bitte bauen? Das wäre sehr nett. Dankeschön. Bevor die da sind. Sehr schön. Ja. Bei dem nächsten Angriff sind wir auf jeden Fall vorbereitet. Da kommen sie. Nein, bitte. Nehmt nicht die Hübschen. Nehmt die Frauen und nicht mich. Sehr schön, ich bin gespannt auf... Oh nein! Ach ja, Holzbefestigung. Ach, das funktioniert! Die können wir abwehren! Das war ein schöner Screenshot. Machen
noch ein schöner Screenshot. Okay, das haben wir geschafft. Sehr gut. Also für den Drachen bauen wir Ballisten. Das ist so das Ding. Wir können auch schon Steinmauern bauen. Kann ich die auch upgraden? Das geht auch. Das geht auch. Aber wir haben... Wir haben. Das kann ich jetzt nicht mehr ändern. Okay, warte. Ach, wir können nicht mehr bauen. Das ist mein Problem. Wir brauchen mehr Steine. Unser Volk braucht mehr Steine, Sire. Okay, da oben sind nochmal zwei Steine vorkommen. Die sind weit weg. Wo sind denn nochmal diese Abreißdinger? Felsenentfernung, das ist... Ah ja, Werkzeuge brauchen wir dafür. Können wir auch die hier mal wegmachen? Leere Höhle. Stimmt, wo sind die Wölfe überhaupt? Gar keine Wölfe hier. Egal, die haben sowieso genervt irgendwie gefühlt. Okay. Ja, vielleicht sollte ich da einfach mal eine Straße hinbauen. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Oder hier nach oben, das könnte auch gehen. Ja, wir werden es mal sehen. Sollen die erstmal die... Warte, können wir das wieder wegmachen? So. Muss das eigentlich gehen? Sehr schön. Ja, ich überlege, ob ich die jetzt wirklich anziehe. Die Produktion da oben. Ich weiß nicht, wie gut das eigentlich ist mit den Häusern, dass die so weit weg sind. Ich würde die Stadt wahrscheinlich nach hier oben weiter expandieren. Guck mal, das mit dem Förster hier funktioniert ja ganz gut. Das hätte ich auch mal anders machen können. Das habe ich immer irgendwie blöd gemacht. Vielleicht mache ich die Holzindustrie hier hin. Und werde das hier für den Stadtbau missbrauchen. Das könnte wahrscheinlich eher funktionieren. Aber die Holz, die Holz ist ja eigentlich näher hier an allem dran, was eigentlich auch gut ist. Das ist halt so die Sache, ne? 50, ey. Stein ist schon krass. Das sind noch Stein. Da ist Stein. Da ist Stein. Ja, Stein. Der ist fein. So, dann... keine Ahnung. Machen wir es jetzt einfach. Was passiert. So, ist halt weit weg. Können wir nicht ändern. Ach, Fischerhütten haben wir jetzt auch noch. Und Schweinehirten und Metzger, kleiner Markt. Ah ja, das habe ich total alles vergessen. Friedhofs. Oh, Friedhof müssen wir auch mal machen. Ist aber auch nicht billig. Aber ich muss den machen, weil sonst verrecken die alle. Und da ist auch die Klinik. Aber jetzt haben wir erstmal das hier gemacht. Also... Wollen wir jetzt erstmal ein Lager bauen. Klingt komisch, ist aber so. Machen wir zwei Lager mit Stein. Das könnte vielleicht reichen erstmal. Eine Weile. So, dann, dann würde ich als nächstes vielleicht einen kleinen Friedhof bauen. Keine Ahnung. Wo hier hin? Es war alles grün, ja? Machen wir mal so. Weil die Leichen liegen dann rum, da werden immer alle krank. Das warte ich noch. Irgendwie so. Okay, 6, die es zu tun haben. Ich glaube, die bleiben auch permanente arbeiten. Die gehen auch nicht nach Hause oder so, glaube ich. Oder? Gehen die nach Hause? Geht nicht nach Hause. Bleibt, wo ihr seid. So. 2 Jahre noch. Ups. Ist mein Wecker, geht gerade an.
Hör auf, Wecker! Steht auf, eure Unfehlbarkeit, sagt er auch. Das ist schön. Okay, so. So, jetzt nochmal. Das Tor, hier können wir jetzt auch steinisieren. So. So, und für die Ballisten, desto höher die Mauer, desto weiter schießen die. Tja, jetzt müssen wir generell mal gucken. Aber Steuern ist immer noch zu wenig. Ich gehe mal auf 20% hoch. Guck mal, jetzt machen wir hier mal. Zack, Friedhof. So. Ich glaube, da ist schon genug Platz, aber ich wollte jetzt einfach mal sicher gehen. So, als nächstes würde ich auf die Kapelle sparen. Oder auf die Klinik. Kostet mich ja auch Unterhalt. Ist irgendwie gar nichts. Mache ich mal hier hin. So, dann müssen wir auch neue Häuser bauen. So, zwei neue Häuser. Sehr schön. Ja, die werden ein bisschen angepisst, aber so ist halt. Ist halt ein bisschen Schwund, ist halt da. Gebäude kosten halt Geld. Unterhalt. Ich will keinen Unterhalt zahlen. So, ein bisschen Fröhlichkeit. Ein bisschen Zufriedenheit. War das denn vorher mit dem Garten schon so? Ja, ne? Ja, ja, war es schon. Ich habe das, glaube ich, nur nie gebaut. So, und jetzt? 0, 0, 0, 0, 0, nix. Agent 0, 0, nix. Nein, ich hab's abgerissen. Oh, Mann. Warum nur? Warum bin ich so? Und der Drache kommt. Dann haben wir jetzt noch was Holz hier. Okay. Tja, das ist... Das wird wieder nichts mit dem Drachen. Da klappt's auch nicht mit dem Drachen. Tja, ich muss jetzt auf die Ballisten sparen. Nein! Alarm! Ich muss den auch mal screenshotten. Das war's schon? Langweilig. Ich meine, die Bürger, wir sind froh, dass er weg ist. Und ich so, was? Das war's schon. Wo bleibt der Einsatz? Nein, die Taverne wurde beschädigt. Nein! Das wird der Tag der Schande. Wenn den Welt-Tavernentag, Trauertag der Taverne einrichten. Auf jeden Fall. Okay. Das ist ein kleiner Markt für heute, ne? Ja, wir müssen das mit der Holzkohle vielleicht bald starten. Müssen wir sogar. Wir haben zu viel Holz. Werden wir das nämlich jetzt mal... Machen wir hier drei Köhler hin. Ich überlege, ob ich den wegmache, eine Straße und dann hier die Holzfäller hin. Na, jetzt haben wir erstmal die Köhler am Laufen. Die Köhlersjungen. Große Taverne. Wir haben ein neues großes Gebäude fertiggestellt. Die große Schule. Nein, natürlich die große Taverne, du Idiot. Die Schule. Guck mal, Gutshof. Können wir auch schon machen. Ich muss jetzt hier überlegen. Also, eins nach dem anderen. Jetzt nicht in Panik geraten. Erstmal Mühlen. Ne, erstmal die Kapelle. Entschuldigung. Kapelski. Aha. Zum Spenden annehmen. Das ist doch schön, oder? Kommt da eine hin. Die nächste kommt da hin. Ich glaube, wir brauchen auch Platz. Ich glaube, Kirchen war auch immer so... Jetzt kriege ich direkt Flashbacks von Foundation. Kirchen. Eisenmine. Große Köhlerei. Köhlerei. Jetzt hätte ich direkt die große Köhlerei bauen können. Toll. Transportwagen. Transportiert Ressourcen zwischen deinen Lagerhäusern. Füge deine Lagerhäuser und ziehe hinzu. Ja. Ja, ich könnte hier oben einen Steinkarren bauen, tatsächlich. So ein großes Lagerhaus und dann... So, wie sieht's hier aus? Ach, wir brauchen noch die Waffenkammer, scheiße.
50 Gold. Ich brauche mehr Leute. Ich sehe gerade, dass meine Bauweise gar nichts mehr bringt. Ich glaube, ich muss größer bauen. Ich muss 8x8 bauen. Das wäre, glaube ich, besser. Weil da wäre immer so ein einzelnes Haus. Das wäre ja schon für einen Arsch. Tatsächlich. Dann habe ich gar nicht gedacht. Ich meine, natürlich habe ich daran gedacht. Eine furchtbare Pest, aber immerhin habe ich die Klinik. Oh nein. Die ist doch fertig, ne? Okay. Oh, wir haben den ersten Toten. Wer liegt denn da? Jonathan? Nein, Jonathan. Okay. So, Kohle wird produziert. Dann machen wir auch jetzt erstmal nichts weiter. Und guck mal, wie es läuft. Ich glaube tatsächlich, dass wir die Holzproduktion versetzen. Die Wikingers sind bald wieder da. Jetzt können wir leider da oben uns nicht drum kümmern. Naja, so ist das eben. 395. Oh ja, sehr schön. Ja, Essen wird ein Problem. So, eins nach dem anderen. Jetzt erstmal Mylinski. Die Mühle macht, verbessert die Produktion umliegender Felder und, die Auswirkung auf, und hat keine Auswirkung auf Obstgärten. Das ist krass, ne? Wie wenig Geld wir kriegen. 52 Beliebtheit. Oh scheiße, ich habe immer noch zu wenig Betten. Wie lange brauchen die denn dann noch? Ich brauche mal so einen Instandhaltungstyp. Ja, das ist echt ärgerlich. Ah, die holen die Steine von da oben. Ich muss dann, glaube ich, mal einen Handelskarren bauen. Ah, es dauert einfach zu lange. Okay, wir müssen eine direkte Straße da hochziehen irgendwie. Der Transportwagen ist halt auch teuer. 25. Jetzt sind die alle angepisst wegen dem Platz. Ich kann auch nicht sagen, hier Priorität darauf legen. Wir werden es sehen. 2 Jahre bis Wikingers. Sehr schön. Jetzt haben wir das auch wieder geregelt. 199. Die Bewohner möchten Holzkohle für das Haus. Was wollen die? Gärten. Die wollen sogar Gärten in der Nähe haben. Die haben Holzkohle. Ich glaube, wir haben ein Holzkohleproblem. Okay, pass auf, wir müssen das ändern. Ich werde die Holzproduktion jetzt wirklich hier hinlegen. Dann muss das hier weichen. Weiche, Dämon! Die bleiben noch da. Ja, jetzt kommen gleich die Banditos wieder. Jetzt machen wir erstmal wieder hier die Bogenschützen rein. Guck mal, wie schön sie arbeiten gehen. Ich bin stolz. Wir brauchen echt wieder Häuser. Meine Güte. 211. Gibt. Ja, ich bin dabei. Schreit mich nicht an. Ich bin noch dabei. Dann machen wir das wieder weg. So. Einer ist besser als keiner. So, pass auf. Ich
Ich muss nur mal rechnen, wie viel Platz ich brauche. 3 oder 4? Wie muss ich das nochmal rechnen? 6? So. Es müssen Bäume in der Nähe sein. Okay, doch. Habe ich gut gemacht, ne? Ach ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann links und rechts, oder? Mach mal so. Jetzt ist es auch für den Arsch. Aber es geht doch. Wenn ein Baum da ist, kriegt ihr das doch gebacken. Es muss nur ein Baum da sein. Mehr nicht. Kann ich nicht einfach selbst einen Baum da hinsetzen und dann so einen Park und dann wird der gefällt. Ja? Ist mir doch egal. Hier steht halt dann nicht, wie viel die machen. Tatsächlich. So, erstmal nochmal eine Köhlerei. Ich meine, die beiden Holzfäller machen auch gute Arbeit. Aber die sind auf jeden Fall nicht mehr angepisst. Ich brauche eigentlich so Suburbs, so Vororte, wo die dann, ja, die mit wenig Anforderungen wohnen. Die netten Familien, die Arbeiterschicht. Sklavorama. Schnell, baut die Häuschen fertig, sonst seid ihr alle sauer. Das wollen wir ja nicht. Sonst arbeitet ihr ja nicht, wir kennen das Problem. Das will niemand. Die bauen das, ich vergesse mal, dass die da so lange dran bauen. So, wir bauen jetzt hier nochmal. Ja, rein theoretisch muss ich das jetzt mal ändern. Die Straßen müssen größer werden. Also wenn ich so baue, lass mal gerade gucken. Okay, da kommen die Wikinger. Das hat sich sowieso wieder erledigt. Sehr schön. So. Sache, die. Da unten kommen sie. Ein weiterer Angriff. Oh nein, warum denn jetzt schon zum Typ? Na toll. Komm, wir spielen auf schwer. Super Idee. Guck, wie lange ich überlege. Überlebe, Entschuldigung. Überlegen ist auch eine gute Idee. Jo, das wird lustig werden. Der rennt jetzt einfach durch den Wald. Ne, wie war das nochmal? Boah. Der schöne Wald. Tja, das wird teuer. Es war meine Ehre. Dann müssen wir den jetzt noch abwarten, den Angriff. Ich baue jetzt erstmal nichts mehr. Ich habe eigentlich genug Steine, um tatsächlich die erste Mauer zu bauen. So, ach, da sind sie schon. Alarm! Das ist die Bob-Alarm. Der Wikinger-Alarm. Los, da ist die Schatzkammer, ihr Lappen! Feuer frei! Schussfeld verlagern! Ja, die wollen tatsächlich... Ich muss die Mauern ein bisschen höher bauen. Ja. Ist nur noch der Riese. Und noch ein Trupp. Normalerweise klauen sie auch die Leute eigentlich. Und zünden alles an. Kommt schon. Oh Mann, warum habe ich nicht so eine Balliste? Ja, können wir vergessen, glaube ich. Oh je. Wo ist die Waffenkammer? 50. Ich glaube, der geht da durch. Okay, und haben sie. Ja. Da, die haben die auf den Schultern. Seht ihr das? Scheiße. Nein, Jonathan. Da, die Schatzkammer kaputt, ne? Ne, er macht erstmal die Türme kaputt. Na toll. Oh ja, da sind die ersten Toten, die werden weggebracht. Gut, das können wir jetzt nicht mehr ändern. Ich glaube, dem ist jetzt langweilig, der geht jetzt einfach.
Okay, so viel dazu. Na gut, dann müssen wir jetzt erstmal Wunden lecken, liebe Leute. Da würde ich sagen, guck hier, da, die fahren jetzt weg. Bis zur nächsten Folge Kingdoms and Castles. Ihr seid die Besten und bis dann wie immer. Haut rein, Leute.